Moin, moin Freunde, hier ist der Bambam und hier ist die nächste Folge Bambams Garage. Muss man diesen Panzer haben? Und es dreht sich heute um einen 7er Jagdpanzer. Ihr seht es von den Amerikanern, es ist der T25-2/2. So, wie immer, kleines bisschen Geschichte von dem Fahrzeug, dann der Vergleich mit zwei anderen Fahrzeugen der gleichen Tierstufe. Gibt auch nur zwei. Erkläre ich euch gleich genauer. Dann noch zwei Runden natürlich. Und dann noch ein abschließendes Fazit von mir, würde ich sagen. Ne? Also, warum gibt es nur zwei? Man muss auf dieser Tierstufe einfach mal gucken, wie viele Fahrzeuge gibt es, die einen drehbaren Turm haben. Und da gibt es nur noch den Challenger von den Briten und den Krupp Steyr Waffenträger von den Deutschen. Das ist ein Premium-Fahrzeug, aber ich habe es trotzdem mal dazu genommen in den Vergleich ohne, weil sonst hätte ich nur ihn und den Challenger gehabt und ja, so habe ich den Steyr Waffenträger auch noch dabei. Okay, geschichtlich gesehen ist dieses Fahrzeug, wie gesagt, ein amerikanischer 7er TD mit drehbarem Turm. Das Panzerchassis ist vom T-23, 1943 hat man den T-23 geplant. Das ist aber wurde nie in Auftrag gegeben, dieses T-23 oder dieses Fahrzeug hier mit diesem T-23-Chassis zu bauen, weil irgendwann war der Krieg vorbei und da hat man das Ganze dann verworfen. Ein großes Plus dieses Fahrzeugs ist die Einzielzeit. Da liegt er wirklich sehr gut. Wir gehen gleich mal in die Details. Gegen kleinere Tierstufen kann man mit diesem Fahrzeug sogar Hull-Down spielen. Die Penetration des Fahrzeugs mit normaler Munition und der Alpha ist ein bisschen schwach. Gut, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal einfach ins Detail und vergleichen mal die drei. Ich habe sie natürlich wieder so zusammengeschustert, dass, machen wir das erstmal klären hier, dass alle eine 100% Crew haben. Hier, seht ihr, ne? Alles aus, beste Konfiguration und normale Muni. Ja, das haben wir bei dem Steyr natürlich auch. Nur zur Info 100, alles aus, normale Muni. Und er hat ja nur eine Konfiguration. Okay, würde ich sagen, fangen wir mit der Feuerkraft an. Und bei der Feuerkraft, sagen wir mal, den besten Bums hat der Challenger. Er hat einfach den besten Durchschlag. Das macht sich natürlich bei der Wertung dann bemerkbar. Von den APCR-Granaten her ist, glaube ich, der T25-2 der stärkste. Müssen wir gleich mal gucken. Feuergeschwindigkeit, den schnellsten Reload hat der Steyr Waffenträger. Turmdrehgeschwindigkeit, Waffenrichtgeschwindigkeit, okay. Wo haben wir es hier? Zielerfassung. Ja, ihr seht es, ein gutes Stück schneller, die Zielerfassung, beim T25-2. Und da, das ist natürlich geil, ne? Je schneller das Fadenkreuz sich einzoomt, desto schneller könnt ihr abdrücken. Ja, wie gesagt, 240er Kellen, da teilt der Challenger 280er aus mit normaler Munition und die Durchschlagskraft vom Challenger ist auch die stärkste. Also hier schwächelt die Kiste ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn wir APCR schießen. Und bei APCR seht ihr, nimmt der Durchschlag dann bestialisch zu im Vergleich zu AP. Mit APCR hat er dann richtig Bums und der Durchschlag mit AP, ich glaube 170 warnt, nötigt mich auch dann dazu, dass ich in beiden Runden meine APCR-Munition komplett verballern muss. Ich habe so viele Abpraller und wo ich nicht durchkomme, irgendwo an der Panzerung hängen bleib oder jo, abhängen tue ich auch noch. Menschenskinder, Freunde, also da bleibt mir nur eins zu sagen. Ne? Da bleibt mir nur eins zu sagen. Meine Fresse, fährt da einfach durch die ganzen Panzer durch und keiner killt den. Also ich habe alle Stargäste wieder mit an Bord. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Bam Lee ist auch wieder dabei. Und ein paar andere habe ich noch eingeladen für die Zukunft. Ich habe mir endlich das Elgato Stream Desk geholt. Und beim nächsten Stream werde ich es mal so richtig umsetzen. Aber ich teste jetzt schon mal so ein bisschen bei den Aufnahmen hier. Also, lenk mal nicht vom Thema ab, Akku. APCA Bums reicht dann völlig aus, um auch auf Tier 8 Löcher zu machen. Das wäre die Feuerkraft. Also da ganz klar, der Challenger ist der mit dem stärksten Bums. Panzerungstechnisch auch der Challenger
der stärkste von den drei. Also wenn ihr ein Fahrzeug haben wollt, das vielleicht nicht so flink ist, aber dafür einen guten Bums hat und schön gepanzert ist, wählt den Challenger. Gehen wir nicht näher drauf hin. Also Challenger hat die beste Panzerung. Ne? Ist einfach so. So, die Beweglichkeit. Und da ist jetzt der große Vorteil hier vom T25-2. Er ist einfach der mobilste von den dreien. 56 km/h vorwärts, da kommen die Jungs hier nicht mit. Wendegeschwindigkeit, gut, der Steuerwaffenträger dreht auch ziemlich schnell, sehe ich gerade hier. Aber Motorleistung 704 PS. Und ja, die bringen einfach die schnellste Geschwindigkeit auf den Boden. Und Wendegeschwindigkeit ist er zwar gut, aber bis der mal am Ziel angekommen ist mit seinen 35 Klamotten und 15 rückwärts, das ist, oh, ne? Also der braucht schon ein bisschen, der braucht schon ein bisschen. Kommen wir noch zu den Tarnwerten und das ist natürlich tarntechnisch der stärkste, der Steyr-Waffenträger und aufklärungsmäßig ist es dann noch immer von der Sichtweite her der T25-2. Okay, also letzten Endes ist mein Fazit, das ziehe ich jetzt einfach mal vor, er ist das Tarnungsmonster und er ist natürlich ein Premium-Panzer. Ihr werdet immer mehr Credits mit diesem Fahrzeug rausholen als mit den anderen beiden. Ja? Ist einfach so. Sonst hätten Premium-Panzer ja keine Vorteile. Er ist der Bumser, sage ich jetzt mal. Er hat den stärksten Hammer und ja, die beste Panzerung hat er auch, aber er ist der agilste von den dreien. Ja, und deswegen mag ich den richtig gerne. Und er hat einen Platz in meiner Garage, sich erspielt in den letzten 50 Gefechten. Und deswegen behalte ich den auch auf jeden Fall. Die anderen beiden habe ich auch, aber mal gucken, wer sich da in meiner Garage noch einen Platz etablieren kann. Okay, ich würde sagen, das war der Vergleich mit den anderen beiden. Ne? Also Challenger, bester Bums, beste Panzerung. Der T25-2 ist schnell, hat eine super Zielerfassung. Die Sicht Weite ist die beste von den dreien und mit Premium-Munition hat er einen richtig schönen Durchschlag. Und der Krupp ist das Tarnungsmonster, sage ich jetzt einfach mal. Ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein, was ich euch noch erzählen muss, außer dass es mich beide Male auf eine Stadtkarte verschlagen hat. Und zwar immer auf Himmelsdorf und immer auf Ruinberg. Also beides Male keine Hecken und offene Flächen, wo man einen TD richtig ausspielen kann. Beides in der Stadt, beide Male auch Challenger und auch T25-2 im Gegnerteam und Krupp Steyr ist auch immer dabei. Und ihr werdet sehen, wenn ihr, ne, wenn ihr mit einem Krupp Steyr irgendwo rumsteht und es kommt einer, der euch ausmanövrieren will mit einem schnelleren Panzer, dann habt ihr Probleme. Das passiert mir auch in diesem ersten Gefecht, glaube ich, wart. Und ich kann mich dem aber erwehren. Das werdet ihr sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit zwei Runden T25-2. Und ja, dann sehen wir uns nachher wieder in der Endauswertung. Ich wünsche euch was. Hauen rin. So, und da sind wir in der ersten Runde. Wir sind auf Himmelsdorf, wie ich es gesagt habe. Und wir können mal ganz kurz Pause und gucken uns mal die Teams an. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Im Kirchner-Team und 112. Also es ist beides Male bin ich als Mittier unterwegs. Das heißt also ein Achter-Match und drei Achter. Dann ja, drei, vier Siebener, wie man hier sieht. Und der Rest sind hier sechs Panzer. Das ist gut, ja, aber ihr werdet merken, dass ich mit den normalen AP-Granaten doch meine kleinen Problemchen habe. So, ansonsten gucken wir mal Gegnerteam noch ein AT-15, 2, 3 ATIs auf Himmelsdorf, um Gottes Willen. Wir haben aber bei uns im Team, das ist das gut, wir haben Terminator-Bumm drin. Ja, das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wir lassen das Ding jetzt mal laufen. Ja, drüben der, wo ist er, wo ist er, wo ist er? T3485M von TOH119 oder wie der auch immer heißt. Der versucht mich nachher zu umfahren. Also, dann gucken wir mal. Himmelsdorf. So, mein Ziel war, so schnell wie möglich hier in der Mitte was zu machen und vielleicht schnell Schaden anzubringen. Ist im Übrigen eins von
wenn ich mich nicht täusche, 4 Garagenvideos, die ich jetzt am Planen oder am Machen bin. Wir gehen mal in meine Ingame-Sicht. Und unter anderem Mäuschen erwartet euch, Grille 15 und T57 Heavy. Das sind die nächsten Panzer, die in der Vorstellung auf meinem Kanal kommen. Natürlich alles von mir gefahren. Da lasse ich natürlich keine anderen fahren. Es geht ja um meine Garage. Also wer Panzer auf Tier 7 liebt, die einen drehbaren Turm haben, wird auf kurz oder lang an dem hier nicht vorbeikommen. Es ist einfach die Mischung von allem. Die beste Mischung von allem. Aha. Ich wollte ja einfach keine HP einfach riskieren. Von daher immer ein bisschen vorwärts, rückwärts. Achtet mal auch auf den Jagdpanzer 4, der hinter mir steht. Ja. Den müsst ihr auf jeden Fall mal achten. T3485M rückt jetzt langsam vor, ihr seht's. Steht 2-1. Der 112er vom Gegner ist schon raus. Und hier tut sich nichts, wie ihr seht. Es tut sich nichts hier. Jetzt denkt der ein oder andere, ja, was ist denn das hier? Kriegst du überhaupt noch irgendwas ab? Ja. Ich krieg noch was ab. Werdet ihr gleich sehen. Guck mal, wie lange ich hier stehe. Und jetzt schießt mir der Jagdpanzer 4 ins Heck. Ja, das ist schon geil, oder? Ja, ich stand ja da schon eine Zeit lang. Dann schießt er einfach, der Depp. Kann ich nicht nachvollziehen, sowas, ne? Einfach geil. Also wenn ich ja jetzt vorgezogen wäre und wir haben in den Schuss gefahren, ich stand ja schon die ganze Zeit da. Also das hat mich schon geärgert. Ich bin schon wieder im Hochdeutsch-Modus. Ich muss mal wieder auf den Dialekt-Modus wechseln. Menschenskinder, steht der LKW noch im Weg. Guck mal da. Wäre die Art, die weggewehen. Da hätte ich sie geschnappt. 3-4 steht's. Jetzt kommt der... Und ich komme wieder nicht durch. An der Unterwanne. Das war geil, ne? Der Jagdpanzer 4 kommt durch. Der Sechser. Daher, ne, selbst mit APCR, das ist der absolute Hammer. Jetzt kommt die Aktion, wo der andere Spotsfreund mich zirkeln will. Zirkeln, da kommt er schon, übers Feld. Guck mal, seht ihr ihn? Ich habe ihn aber auch gesehen. Von daher, hier hat er. Auf Wiedersehen, T34-35-85 so. So, jetzt beginnt das große Aufräumen, sozusagen. So 7-7 steht es. Hier ist noch alles drin. Churchill raus, aber steht 8-8, der TN-20 auf der anderen Seite ist 8 raus. Ja, ja, Type 64. So nett. Kurzerhand umentschieden, die Seite zu wechseln. Jetzt fängt es draußen an zu regnen vom Allerfeinsten. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Boah, macht das jetzt runter.
Leck mich hier noch am Arsch, ey. Ja. Ich hab das ganze Match, ne? Ich habe 950 Schaden, ein Kill. Und ich habe noch ein APCA. Patrone. Und dahin haben wir die Steier. Ich habe noch gesagt, die Steier machen wir mit. Da haben wir das noch. Bin ich noch in einer Mann? APCA ist raus. Ja. 1400 Schaden. Der Steier ist Geschichte. 12-10. Und der S1 nicht schneller fährt, weiß ich auch nicht. Achso, der hat wahrscheinlich den Belagerungsmodus aktiv. Da ist der Black Prince. Und ich muss jetzt mal kurz anhalten. Ihr seht das, ne? Zwei Artis, die haben auch noch ein Arti. Es ist noch ein Heavy. Wir haben zwei TDs und die haben noch einen Scout. Also man muss das jetzt schon gut runter spielen, weil sonst könnte es hier wirklich noch ein Problem geben, ne? Also hier YOLO rauszufahren und dann, gut, wir haben noch einen Uni, aber egal. Der Black Prince guckt zu mir. Und trifft mich sogar, die Ratte. Aber ich räche mich natürlich. Gotcha. Unterdessen, ihr seht's da, ne, holt der Type 64 den Uni komplett auseinander. Und Zielzeit, ein Zielzeit vom Feinsten, bringen auch diesen Kill noch auf meine Seite. 1677 Schaden ohne den Schuss, der vielleicht blind noch getroffen hat. Und ich kann es vorwegnehmen, wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Die Arti werden wir nicht mehr grinnen. Das Ding wird durchgekappt und gewonnen. Okay, ich würde sagen, wir gehen in die Auswertung und dann direkt in Runde 2. Ist die Auswertung. Erstes Klässchen war es am Ende gewesen. 3 Kills, 1677 Schaden, ein bisschen was ermöglicht und ich glaube, einen Abpraller haben wir kassiert. Ah, das war der T34, der versucht hat, mich zu umfahren. Ja, hat also das bisschen hat gereicht für eine erste Klasse, finde ich gut. Ne? Also, ihr habt es gesehen, in der Stadt ist das Ding also auch konkurrenzfähig, auf jeden Fall. Ne? Ist mobil und ja. Ja, natürlich die APCA-Munition, das zeigt sich hier, ne? Also, wer es haben muss, dann ist es halt so, ne? Damit muss ich halt leben. Ist es eben so. Sag mal, 15 Schüsse abgehen, 11 Treffer nur und davon sind nur 8 Durchgang. Also fast die Hälfte von dem, was ich geschossen habe, ist nur Durchgang und hat Schaden gemacht. Dennoch hat es gereicht für die 1600. Bisschen gekappt habe ich noch. Okay, 9 zum 8, kurz vor 8. Ne? Da haben die anderen noch alle geschlafen. Tagessieg dreifach sind 4060 Erfahrungspunkte. Ihr seht es, das war auch im April gewesen. Es ist schon ein bisschen Ende April, es ist schon ein bisschen her. Aber wie gesagt, ich behalte mir so Runden dann immer und dann bringe ich die irgendwann mal. So, was haben wir dann hier? Schadenstechnisch Platz 3, Erfahrungspunkte mäßig Platz 2, alles gut. Im Gegnerteam hatten wir da noch irgendeinen Kant, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Okay. Nee, ich glaube, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Die X-Men ist auch dabei gewesen. Auch nicht schlecht. Und in meinem Team. Slavko Walk. Nee. Da war auch keiner, den ich gekannt habe. Außer der Terminator. Bumm. Ach, geil. Okay, das war die erste Runde. Und die zweite wird jetzt doch ein bisschen besser. Auch dementsprechend entlohnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Jo. Hier sind wir in der zweiten Runde und ich habe es euch gesagt, auch das ist eine Stadtkarte und auch hier ist es wieder ein 8er, 7er, 6er Match. Diesmal haben wir 3 8er, 1, 2, 3, 5 7er und der Rest sind Tier 6er oder was eben, 8, 5, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich habe es verpeilt. Okay, ich würde sagen, wir legen direkt los, gehen in meine Sicht. Hier jetzt auch wieder mit GDZ Modpack, ich habe so ein paar Kleinigkeiten. Habe ich aktiviert wieder, die einfach meiner Meinung nach sinnvoll sind. Und ja,
Hier habe ich gedacht, jetzt kannst du doch mal aufs offene Feld fahren und kannst mal gucken, ob du deine Jagdpanzer, Sichtweite und so weiter alles inbringen kannst. Im Übrigen, ja, habe ich drauf ein Scherenfernrohr und ein Tarnnetz auf dem Panzer. Und ihr seht, man sieht nichts. Es kommt keine Sau hier außen. Niemand, aber wirklich gar keiner, wird von meinen Scouts da vorne aufgemacht. Und jetzt guckt man in die Stadtmitte. Da ist mir schon das Hirn in die Buchs gerutscht, als der da Geschoss hat. Ja. Und ja, ab in die Stadt habe ich gedacht, das ist der einzige Punkt, wo man ein bisschen Speck vor die Flinte kriegt zum Abnagen. So. Und da haben wir die Jungs. Und dann geht's gleich los. Der gegnerische T25-2. Ihr seht, ich bin auf AP. Oder? Ne? Uni. Ne, oho, ein Oho. Entschuldigung. Vorderes Kettenrad. Panzerung nicht durchschlagen. Oben am Turm seitlich. Ah, jetzt nicht mehr. Gut, das war klar, dass der nicht durchgeht. Aber ich mache wenigstens noch ein bisschen jetzt seitlich. Ah, ne, wieder nicht. Und jetzt lade ich auf APC. R. Jetzt haben wir die Durchschlagskraft, aber jetzt fährt O weg. Das ist schon geil. So, da kommt der T20. Der kriegt natürlich jetzt böse Schellen. Ich bin jetzt raus. Jetzt kommt der WZ in der Mitte angefahren. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, komm, wenn der WZ ja vorrückt, dann muss der Oho ja weg sein da. Ne? Ich müsste hier auch mal umschalten. Was ist denn das da? So, jetzt sehen wir es, ne? Menschenskinder. Ja, das war dann für mich Grund vorzurücken. Da hinten steht irgendwo der gegnerische T25. Ich sehe ihn im Moment aber nicht. Jetzt sehe ich, ne? Und kann mich noch so ein bisschen wegdrehen. Kette ist aber getroffen. Ich hier repariere. Und der kleine MN40 Bulldog, der macht mir jetzt hier gerne. Will mir hier einen spielen. Er will mir hier richtig schön einen spielen. Aber das lasse ich natürlich nicht mit mir machen. Bam Lee lässt das nicht mit sich machen. T150 hat natürlich seitlich gar keine Chance. Gar keine. Och, und ihr seht's. Mit APCA in den Ketten hängen geblieben. Ah, wieder geil. Und wieder der kleine MN40 Bulldog da hinten dran. Diese Ratte. Geht der mir auf den Sack? Der kriegt gleich seine Abreibung. Der Knechtchen. Und aus der Fahrt, hat er das gesehen? Bauf! Hast du die nächste? Aber ich habe gedacht, gut, mein Freund, dann gehen wir mal auf Sichtweite. Dann nehmen wir mal auf Sichtweite. Duelliere mal das auf Sichtweite aus. Ah, Sekündchen zu spät, sonst hätte ich den Crit. Im Moment ein Kill, 1283 Schaden gemacht. Und jetzt kommt der Fight. Mit dem M41. Jetzt gucken wir mal, mein Freund. Machen wir so. Hör mal mit. Jetzt wieder der M41 drin. Ein APCR habe ich noch. Leider nicht getroffen. Aber
Da geht noch was. Und dazu kann ich dann nur entzahnen. Da kommt so ein Typ, weißt du? Und er meint, er könnte mir mal so richtig schön in die Fresse reinhauen, verstehst du? Aber ich lass es nicht mit mir machen, verstehst du das? Ich hau dem selber mal eine rein. Ja, das mache ich. Ich hau dem selber eine rein. Und dann hau ich dir auch noch eine rein. Und deinen Freunden auch. Schade, ein Sekündchen. Ein Sekündchen zu spät. Ja, immer dran denken, wenn ihr euch mit Bam Lee anlehnt, ne? Dann geht das immer ganz schnell. Ja, hier ein Solarplexus, du. Weißt du, was das heißt? Bam! Solarkolder. Ach, der ist Geschichte. Und mittlerweile haben wir mal ein gutes Stück über 2000 Damage gemacht. Und jetzt ist es nur noch die Arti, die fehlt. Und die steht da hinten in der Ecke, ihr seht's. Und die geht jetzt auch jeden Moment raus. Und da ist das Ding durch. Wir haben das Ding gewonnen. Wunderschöne Runde, finde ich, von mir. Ich hätte ein bisschen mehr Schaden noch machen können. Aber auch so war es in Ordnung. Wir gehen in die Auswertung und dann kommen wir noch zum abschließenden Fazit. Ja, und da habe ich das Ass dann gefahren. Das war dann jetzt am 12. August gewesen, also jetzt kürzlich. Und somit habe ich dann diese zwei Replays einfach zusammengefasst, um euch dieses Fahrzeug noch ein bisschen vorzustellen, das wirklich jetzt in meiner Garage sich sein Plätzchen verdient hat. Das ist nicht immer nur, wenn ich Panzerass fahre, dass das Fahrzeug dann bei mir in der Garage ein Plätzchen hat. Nur bei dem ist es halt so. Es wären noch andere Panzer kommen, da wären da sehen, da habe ich das Ass nicht geschafft. Und trotzdem ist das Fahrzeug für mich einfach klasse spielbar, macht mir Spaß und deswegen behalte ich den auch auf jeden Fall. Ach hier, 3 Kills, aber 1500 ermöglicht und 2100 selber gemacht. Ich habe mich richtig ringeworfen, das Gefecht, muss ich sagen. Han zum Schluss noch richtig schön mir einen Shootout mit dem M41er geliefert und ja, hier auf jeden Fall, meiner Meinung nach, das Ass, ach verdient Geheul. Ach hier, ungefähr dieselbe Summe an Ausgaben. Aber die hole ich in Kauf, dadurch, dass ich das Ass gefahren. 18 Schuss diesmal abgehen, wieder 15 Treffer. Eben waren 15 Schuss und 11 Treffer. Okay, diesmal sind 18 Schuss, 15 Treffer, 11 Durchschläge. Ein bisschen besser. Ach, das war morgens um 7 Uhr. Da kann man gut spielen, wie es aussieht. Tagessieg bringen 3400 Erfahrungspunkte. Gucken wir mal in die Teamauswertung. Dieses Mal ich der Stärkste in der EPs und auch der Stärkste im Damage. So muss es sein. Im Gegnerteam, The Fun Predator. Das war der M41 hier, die Sau. The Fun Predator. Okay. Der Benny, Marcello. Wacky Wack. Ah, nicht schlecht. The Vader Tank. Oh, hat ganz schön abgeräumt hier, The Vader Tank. Mein lieber Mann. Olivier, der Hans. The Tankslayer. Tetris. Nein. The Melody Miki. Nee. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich euch den T25 so rum, weil ich sagen, Menschenskina auch mal, das gibt's doch gar nicht, ey. Chantal. Ja? Oh, leise. Also, wie gesagt, ich wollte euch den Panzer hier so ein bisschen näher bringen und ich hoffe, ich habe das geschafft. Mein Fazit ist auf jeden Fall, tarnungstechnisch der stärkste 7er mit drehbarem Turm, der Steyr Krupp Waffenträger. Panzerungstechnisch und bumstechnisch, wer die stärksten Kellen austeilt, Sicherheit der Challenger, wenn er komplett ausgebaut ist, und Mobilität, Einzielzeit und so, ich sag mal, das Mittelding von allen, wo so von allen so ein bisschen was hat, und mit Penetration APCR der stärkste ist. Ist es der da. Ne? Und wenn auf drehbare Türme stehen, sollten euch vielleicht den holen. Würde ich euch vorschlagen. Falls irgendeinem aufgefallen ist, ob es noch einen vierten drehbaren Turmpanzer gibt und ich mich hier ganz gewaltig verdorren habe, dann schreiben sie in die Kommentare, dann reiche ich es noch. Ne? Ansonsten würde ich sagen, ich hole mir jetzt noch einen Kaffee. Noch einen schwarzen Kaffee für mich. Stark und schwarz. Dunkelstark schwarz. Ja, davon nehme ich auch ein Karäffchen, aber ich tunke mir noch ein paar Würstchen rein. Los, trabt ab. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.